Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute wieder aus aktuellem Anlass im Zusammenhang mit dem Corona-Management der Stadt und des Landkreises an Sie. Ich möchte Sie darüber informieren, dass heute die Kassenärztliche Vereinigung eine zentrale Corona-Ambulanz in der Quellenhalle in unserem Ortsteil Schlatt eröffnen wird. Die Koordination erfolgt über das Landratsamt und die Stadt Bad Krozingen. Diese sogenannte Fieberambulanz wird von heute von 14 bis 18 Uhr und in den nächsten Wochen jeweils montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung ist als Erweiterung des organisierten Notfalldienstes und zur Entlastung der Hausarztpraxen an 7 Tagen von jeweils 10 bis 17 Uhr angedacht. Zu Ihrer Information: In der Ambulanz nehmen Ärzte die Untersuchung vor, nehmen bei Bedarf einen Abstrich und entscheiden je nach Symptomen und Krankheitsbild, ob die Patienten, ob Sie als Patient in häusliche Quarantäne geschickt oder bei schwerem Verlauf stationär im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Der Weg für die Patienten in die Fieberambulanz führt über die entsprechenden Hausärzte, das ist wichtig für Sie, und auch über die Kinderärzte oder über die Notfallnummer 116 117, falls Sie Ihren Hausarzt nicht erreichen oder Sie keinen Hausarzt haben. Auf keinen Fall sollen die Patienten direkt in die Corona-Ambulanz kommen, dann werden Sie dort wieder von unserem Ordnungsdienst weggeschickt und können nicht behandelt werden. Bitte beachten Sie dieses. Eine Terminvergabe in der Corona-Ambulanz ist nicht möglich. Das Abstrichzentrum wird mit der Eröffnung der zentralen Corona-Ambulanz eingestellt. Sollte ein Abstrich nach den aktuellen RKI-Kriterien erforderlich sein, wird dies in diesem sogenannten Fieberzentrum erfolgen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis für Sie. Wenn Sie Ihren Hausarzt nicht erreichen, rufen Sie die 116 117 an. Sie werden dort eine Kennung bekommen und mit dieser Kennung, mit diesem Papier, werden Sie dann dort in der Fieberambulanz behandelt. Ich habe natürlich noch weitere Informationen an Sie, so zum Beispiel zu unseren standesamtlichen Trauungen im Rathaus. Wir haben uns dafür entschieden, die Anzahl der Personen bei standesamtlichen Trauungen auf 5 Personen zu beschränken. Das heißt, eine Standesbeamtin oder ein Standesbeamter, das Brautpaar und jeweils noch 2 Personen können bei der standesamtlichen Trauung anwesend sein. Entscheiden Sie selbst, ob das Ihre Trauzeugen sind oder ob das ganz nahe Verwandten sind. Mehr wie 5 Personen können wir nicht zulassen. Noch eine wichtige Information zu unserer Mediathek. Für alle, die jetzt zu Hause bleiben können, gelten bis Ende April alle digitalen Angebote in der Mediathek kostenlos. Sie können E-Books, Bücher und so weiter ausleihen, wohlgemerkt kostenfrei. Weitere Infos finden Sie auf unserer Webseite unter badkrozingen.de/mediathek. Zu unserer Telekom Schaden in unserer Stadt. Hier kann ich Ihnen mitteilen, laut Auskunft der Telekom sind seit gestern alle Leitungen repariert. Sollten weiter Störungen im Netz auftreten, bitten wir Sie, über die normale Störungsstelle der Telekom zu kommunizieren. Und nun sind gerade im Augenblick neue Meldungen reingekommen, die uns, die Kommunen natürlich sehr erfreuen. Das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Spitzenverbände haben sich geeinigt, dass für die Kommunen, die jetzt ihre Kita-Gebühren aussetzen und auch für die Volkshochschulen und Musikschulen, die keinen Unterricht mehr machen können, ein Hilfspaket des Landes auf den Weg gebracht wurde in Höhe von 100 Millionen Euro. Vielen Dank an das Land Baden-Württemberg, vielen Dank an die kommunalen Spitzenverbände. Das wird die Haushalte der Kommunen deutlich entlasten und uns helfen, auch weiterhin den Eltern in diesen Bereichen entgegenkommen zu können. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte Ihnen aber auch Mut machen. Mut machen deshalb, weil ich gestern einen Anruf von einem erkrankten Ehepaar aus Bad Krozingen erhalten habe, die bereits vor 2 Wochen die Diagnose Corona erhalten haben. Diese Familie hat mir bestätigt, dass der Verlauf der Krankheit zwar sehr, sehr schwer ist, aber sie diese Krankheit
gut überstanden haben und jetzt auf dem Wege der Besserung sind, obwohl sie bereits in einem höheren Alter waren und bereits zur Risikogruppe gehört hätten. Mit dieser Botschaft, die direkt von den Betroffenen kommt, möchte ich Ihnen Mut machen. Es ist zu schaffen, durch diese Krankheit durchzukommen. Bleiben Sie weiterhin gesund. Schöpfen Sie Hoffnung, dass wir unser Gesundheitswesen auch weiterhin stabil halten können. Ich persönlich als Bürgermeister wünsche Ihnen alles, alles Gute und danke Ihnen dafür, dass Sie mir zugehört haben.